Ja, moin moin und hallo zusammen. Ja, es ist Vorweihnachtszeit. Man sieht in den Ortschaften überall schon die Weihnachtsbeschmückung. In der Firma haben sie einen Tannenbaum aufgebaut. Beim Bäcker gibt es auf einmal Sachen, die es sonst nicht gibt. Ja, und überall in den Medien, Fernsehen, Radio und so. Ja, ist alles voll mit Weihnachten. Ja, also man merkt so, alle Leute kommen so langsam in diese Weihnachtsstimmung. Und tja, da habe ich ein Thema heute. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich darüber sprechen soll. Das ist halt ein Thema, was bei mir ja, ziemlich starke Emotionen und Gefühle auslöst. Und naja, das ist halt, ja, wie gesagt, ne, also überall diese weihnachtliche Stimmung. Und ja, eigentlich sollten ja alle Leute ganz friedlich sein und so. Aber wenn man dann halt Fernsehen oder Radio anmacht, dann ja, muss man halt immer wieder dieselben Sachen hören. Ne? Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das jetzt rezitieren oder umschreiben soll, was ich denn da hören muss und was mich so aufregt. Ja, am besten ist vielleicht, ich kann einfach mal exemplarisch ein Beispiel jetzt reinschneiden. Ne? Bitte. Und nicht nur das ist es, was mich so in Rage bringt, sondern auch zum Beispiel dieses hier. Bitteschön. Ich meine, das ist doch wohl total nervig, oder? Ich meine, jedes gottverdammte Jahr vor Weihnachten, ja? Egal auf welchem Scheißsender man Radio und Fernsehen anmacht, läuft dieser Mist, ja? Aber warum bloß, ja? Wer denkt sich das denn aus? Es gibt keinen, wirklich keinen Menschen auf der Welt, der diesen Scheiß hören will, ja? Ich meine, oh nee, ne? Wirklich. Also jedes Jahr. Ich weiß gar nicht, ne? Als ob es nichts anderes gäbe, ja? Das ist doch wirklich. Nee. Ehrlich. Sollte lieber hier so eine Weihnachtsgans machen. Ja. Habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, da so eine Horde Gänse, ja? Genau. Statt irgendwie so beschissene Songs zu spielen, könnte man einfach sagen, okay, ja. Jeden Tag gibt es eine Gans, ja, da machen wir ein großes Schlachtfest, ja. Wäre bei mir die Stimmung auf jeden Fall besser, als immer diesen Scheiß hören zu müssen. Ach, nee. Und sobald man so einen Song einmal gehört hat, hat man den ja auch permanent im Ohr, ja. Den wird man ja auch nicht wieder los, ja. Den ganzen Tag über, abends, vorm Einschlafen, immer hat man diesen Scheiß-Song noch im Ohr, ja. Und auch dieses andere Zeug, was ich vorhin nannte, ja. Also, dass es beim Bäcker auf einmal andere Sachen gibt, dann diese beschissene Weihnachtsbeleuchtung überall. Egal, wo man hinkommt, rennt man sofort gegen irgend so eine Tanne, ja. Was soll das alles, ja. Diesen ganzen Weihnachtsquatsch, ja, den braucht doch einfach kein Mensch, ja. Was soll das? Ehrlich, ja. Ah, nee. Das ist ein. Ach, nee, ne? Ihr merkt schon, ja. Also, ich bin nicht unbedingt jemand, der Weihnachten jetzt so super geil findet, ja. Also, wenn es nach mir geht, dann bräuchte es das alles mal nicht zu geben, ja.
man kann ja auch da nichts machen, ja. Also, die ganze Welt macht irgendwie Urlaub, Betriebe machen Betriebsferien, also so zwischen Weihnachten und Neujahr. Da kannst du ja auch irgendwie, wenn du da einen Handwerker oder was haben willst, kannst du halt was vergessen, ne? Ich verstehe das gar nicht, ja. Ich meine, mittlerweile ist doch eh die Hälfte oder mehr oder was als die Hälfte der Leute in Deutschland gehören keiner Religionsgemeinschaft mehr an, ja. Und dann wird da halt irgendwie so eine Nummer draus gemacht. Ich weiß schon mal gar nicht, warum das überhaupt gesetzliche Feiertage sind, ja. Also warum gibt es überhaupt religiös besetzte kirchliche Feiertage, ja? Und wenn ja, also ich meine, na gut, schön. Also, ich meine, ihr habt ja recht. Ich sollte mich nicht so aufregen, ja? Ich sollte mich besser an den schönen Dingen an Weihnachten erfreuen. Zum Beispiel, ja, das waren sie dann auch schon, die schönen Dinge an Weihnachten. Da gibt es nämlich nichts, ja? Nein, stimmt gar nicht. Ja, es gibt, natürlich, es gibt was ganz Fantastisches an Weihnachten, nämlich, da freue ich mich schon total drauf. Richtig, die Helene Fischer Show, ein Heiligabend im Fernsehen. Wunderbar. War, glaube ich, Heiligabend gar nicht. Am ersten Weihnachtsfeiertag. Egal, warum nicht an beiden Tagen so einen Scheiß senden? Ja, das wäre doch mal nett. Ah, nee. Ich kann das gar nicht sagen, ja. Das ist einfach so überflüssig, ja. Ich meine, es ist ja so. Ja, ich meine, so kann ja jeder machen, was er will. Ja, meinetwegen können die Leute Weihnachten machen, so viel sie wollen. Ja, das Problem ist halt, dass ich kann mich dem halt nicht entziehen. Ja, weil, wie gesagt, egal ob man zum Bäcker kommt, das Radio anmacht oder irgendwo durch die Stadt läuft, überall springt einem dieser Weihnachtsscheiß ins Gesicht. Ja? Ach, was ist hier denn los? Hat jemand geheiratet oder sowas? Ja, mein Beileid, ja. Ach, nee. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn diese ganze Weihnachtszeit wieder vorbei ist und dann so langsam das normale Leben wieder überhand nimmt. Ja, das dauert dann ja lange, leider immer bis zum 10. Januar oder so, ja, weil vorher ja doch alle mal Neujahr und Silvester feiern zu müssen. Warum das nun wieder, ist mir auch völlig schleierhaft. Ja, also ich bin da für das neue Jahr stattdessen am 30. Februar zu feiern, ja. Das wäre mir auf jeden Fall viel lieber. Aber das ist dann zumindest, ich meine, Silvester ist halt nur an einem Tag und irgendwie zwei Tage davor, wenn man da im Supermarkt diesen ganzen Mist da kaufen kann, ja. Das geht noch einigermaßen. Aber Weihnachten, das ist ja wirklich, das fängt ja dann irgendwann Mitte November oder was, fängt das ja schon an, dass man da in den Supermarkt rein will, ja, und dann ist da der ganze Eingangsbereich schon wieder zugemüllt mit irgendwelchen Adventskalendern und ja, was weiß ich was alles, ja. Heißt es, ja, aber Weihnachten, das ist doch so toll und so schön. Für die kleinen Kinder, ja. Wieso das denn, ja? Woher wollen die denn wissen, was Kinder toll finden? Ja, ich meine, also ich fand als Kind Weihnachten auch schon scheiße, ja. Was ich als Kind toll fand, sind irgendwelche Technikgeschichten, ja. Oder doch nicht dieses Weihnachtsgesülze, ja. Ah, das hat mir zumindest noch nie gefallen. Oh, Polizei. Vorsichtig fahren. Wir sind aber nicht wegen mir da. Ja, schon mal gut. Ja, das ist bei mir so ein bisschen Tradition geworden, Ende Dezember, ja. Während andere Leute Weihnachten feiern, sammle ich meine ganzen Rechnungen und so. Ja, also, ne, wisst ihr, ja, ist ja irgendwie alles Versicherungsbescheide, Rechnungen,
Bankunterlagen, ja, wird alles so schön in Aktenordner einsortiert und abgeheftet. Ja. Schon mal die Sachen vorbereiten, die man für die Steuererklärung braucht. Ja, das ist so meine Weihnachtsbeschäftigung. Ja. Das ist mir immer noch lieber, als bei diesem Weihnachtszirkus mitzumachen. Ja. Wobei ich da, ganz anderes Thema, ja, wobei ich da jetzt dazu übergegangen bin, diese ganzen alten Ordner mit Rechnungen und Steuergedöns und so, wenn das mal 3 Jahre alt ist, ja, kommt alles ins Altpapier, ja, alles weg mit dem ganzen Scheiß, ja. Ich meine, das braucht man ja wirklich nicht permanent aufbewahren, hoffe ich mal, ja. Ich meine, wenn die Steuererklärung gemacht ist und die Rück- oder Nachzahlung dann über die Bühne ist, dann muss man den Scheiß ja hoffentlich auch nicht mehr aufheben. Naja. Also das ist gut, also damit kann man es ja dann vielleicht auch belasten mit dem Thema, ja. Also ich rufe dazu auf, statt 2 Feiertage für Weihnachten, stattdessen 2 Feiertage einzuführen, an dem alle Leute frei haben und Zeit haben, ihre Steuergeschichten und Papierkram und Behördengedöns zu machen, ja. Das wäre doch mal eine sinnvolle Sache. 2 Behördenfeiertage. Ja? Naja, in dem Sinne, frohes Fest. Tschüss.